Ja, und damit herzlich willkommen zurück zum Kult der Gamer-Tiere. Nein, zu Cult of the Lamb. Ja, nach langer Zeit spielen wir das mal wieder. Warum spiele ich das wieder? Das Spiel hat ein dickes, fettes Update bekommen. Es gibt jetzt ein Aftergame-Content. Es gibt fünf neue Erfolge. Haufenweise neue Relikte. Soweit ich gesehen habe, auch neue Waffen. Und ja, es ist halt wirklich fast ein halbes Jahr, fast ganzes Jahr her, dass der letzte Stream zu diesem Spiel war. Bei YouTube ist es wahrscheinlich sogar zu diesem Zeitpunkt eher mehr aktuell, weil ich da den letzten Part zu dem Zeitpunkt, wo ich das jetzt streame, den Tag blende ich mal für YouTube ein, noch gar nicht den letzten Part hochgeladen habe. Aber ja, wir sind zurück im Kult der Gamer-Tiere. Ich hatte gerade eben hier schon einmal reingeguckt, da hatte ich einen. Interessantes Bild, ich habe den endgültigen Tod freigeschaltet, stand da. Ich kann offenbar wieder neue Verbesserungen. Es gibt jetzt eine Küche, okay. Eine gemeinsame Unterkunft, oh. Hier ist auch noch was dazu gekommen. Offenbar wurde das verbessert. Okay. Die können jetzt eigenständig die Leute dahin bringen? Okay, wir haben ein paar Sachen freizuschalten. Wir haben natürlich noch hier das maximale Zeug vom letzten Mal noch. Also da hatten wir ja richtig viel. Ein paar sind übermüdet, darunter Yannick. Ich weiß noch, warum du übermüdet warst. Du warst, glaube ich, beim Endkampf dabei. Ja, wir hatten damals nicht besonders großen Einfallsreichtum, was die Namen anging. Ich will auf jeden Fall diese gemeinsamen Unterkünfte, dann habe ich hier vielleicht ein bisschen mehr Platz. Ich will generell das neue Zeug alles sehen. Ich sehe auf jeden Fall, was ich alles neu bauen darf. Warum sind hier nochmal so viele krank? Warum sind die Scheißhäuser voll? Ne, sind sie nicht. Stimmt, die Farm war gut bestückt. Sunny ist mal wieder hier der Schlaflose. War ja nicht anders zu erwarten. Ich müsste die Dinge einmal leeren. Ich will auch gucken, ob es jetzt hier neues Zeug in der Küche da gibt, ob man da was Neues bauen kann. Wir haben immer noch unsere 13.000 Gold. So, hier will ich gucken. Beim Altar. Genau, da ist nämlich ein neues Vlies dazu gekommen. Zwei, drei, vier sogar. Und man muss vier neue Dinger sammeln. Um Gottes Willen, was könnt ihr wenigstens? Vlies des verfluchten Kreuzzugs. Es dürfen nur Flüche verwendet werden. Erhalte vier Fluch-Tarot-Karten. Oh. Ein Herz, keine Wiedererweckung. Teile den zehnfachen Schaden aus. Um Gottes Willen, das ist ja mal für die ganz Hardcore-Lustigen. Fließt der Fußfessel. Nach jedem Raum wird ein Herz geheilt. Dein Bewegungstempo und deine Anfangsgesundheit steigen. Du kannst nicht rollen. Und fließt des erhebenden Eifers. Es spawnen keine Herzen, aber du kannst dich mit Eifer heilen, um die Gesundheit zu regenerieren. Das klingt eigentlich sogar richtig praktisch. Weil Herzen habe ich früher sowieso so gut wie nie gesehen. So, Predigt. Ich will gucken, ob ich auch da was Neues habe. Oh, da sind zwei ganz alt. Scheinbar ja, weil damals hat man sonst Geld erhalten. Komm, kriegen wir direkt die 100 voll? Kriegen wir sie voll? Ja! So, was gibt's hier Neues? Waffen beherrschen. Kudais Segen. Was ist das überhaupt? Beschwöre eine Waffe oder einen Fluch erneut. Aber die Stufe wird um 1 gesenkt. Funktioniert nur im Eingangsraum. Okay. Drücke die Taste schwerer Angriff, um einen schweren Angriff auszuführen. Jede Waffe hat ihre einzigartige Technik. Okay. Hier ist nochmal Beherrschung aller Waffen. Erhöht die Anzahl der geworfenen Dolche. Es gibt auch mal Dolche jetzt. Und den dafür verursachten Schaden, weil man hat die vorher nicht geworfen.
Erhöht die Reichweite und den verursachten Schaden beim Werfen der Axt. Ach so, man wirft die jetzt alle? Erhöht ihr mit dem schweren Angriff des Schwertes. Ja, das wird wahrscheinlich auf alle schweren Angriffe sich beziehen. Es gibt ein weiteres Macht der Frommen. Augen der verlorenen Relikte. Auf deinen Kreuzzüge tauchen neue Relikte auf. Segen der Relikte. Schalte sie gesegnete Relikte frei. Einige Relikte erscheinen zufällig als gesegnete Version ihrer selbst. Verdammnis der Relikte. Schalte verdammte Relikte frei. Einige Relikte erscheinen zufällig als verdammte Version ihrer selbst. Na gut, als allererstes hätte ich eigentlich gerne diesen schweren Angriff. Weil das ist ja eine neue Angriffsmöglichkeit. Das will ich als allererstes haben. Okay, wir haben hier einiges zu tun. Das werde ich wahrscheinlich in einem Stream gar nicht alles schaffen. Gibt es auch neue Rituale eventuell? Nee, Doktrinen eventuell? Kann da was Neues dazukommen? Nee, das bleibt voll. So, was gönnen wir uns denn als erstes? Die Küche. Ermöglicht Anhänger Mahlzeiten für die anderen Kultmitglieder zu kochen. Die können selbstständig kochen, ja! Ich muss mich nicht mehr darum sorgen, dass die verhungern. Die können das jetzt selbstständig. Aber wie sage ich denen, dass die kochen sollen? Kann ich jetzt einfach sagen, Shibu, du bist der Koch hier? Ja, scheinen die selbstständig zu machen. Ich würde das gerne einmal sehen, wie die kochen. Ich werde mir als nächstes dieses Gruppengrab, dieses Gruppenkuscheln holen. So, jetzt will ich aber sehen hier oben. Da ist Neues dazugekommen, das weiß ich. Das ist der Aftergame-Content, den ich meinte. Ich wusste nicht, was der von sich gibt. Ich ersuche den neu ernannten Gott. Nachfolger seiner Opfer und letzter seiner Art. Sprich zu mir. Wankelmutiges Tier. Fühlst du nicht, wie die Grenze zwischen dieser und der nächsten Welt begonnen hat, sich aufzulösen? Deine Pflichten entbehren jeder Kunst, neugeborener Gott. Du bringst den Bischöfen den Tod, aber du gewährst ihnen keine Ruhe. Träger der roten Krone, bringe es in Ordnung. Sie sind gezwungen, ihre letzten Qualen noch einmal zu erleben. Lass sie ziehen, wie es deine Pflicht als neuer Todesgott gebietet. Gehe ein weiteres Mal auf einen Kreuzzug und gib den Bischöfen Frieden, die zwischen Leben und Tod gefangen sind. Es gibt jetzt auch neue Bosskämpfe. Okay. Da dürfen wir uns auf was freuen. Ich werde auf jeden Fall jede Waffe noch einmal neu spielen. Weil ich ja auch wissen will hier, wie diese schweren Angriffe aussehen. Ja, wir haben halt was vor uns. Brauchte ich irgendwas richtig doll? Macht mal ein paar Bohlen. So, Sherpa wird geopfert. Sind halt schon komplett aus dem Spiel raus, ne? Ja, alle freuen sich. Sherpa ist endlich weg. Ganz ehrlich, keiner von euch weiß überhaupt noch, wer Sherpa war. So, ich will die Augen der verlorenen Relikte. Ich will neue Relikte sehen. Oder generell Relikte. Das sind jetzt hier nochmal zusätzliche Items. Umkreisende Augen. Die Gegner bei Kontakt einfrieren. Zerbrechlich. Umkreisende Augen. Die Gegner bei Kontakt vergiften. Alter, wir haben so viel hier nachzuholen jetzt. Also das kam halt wirklich erst vor kurzem raus, das Update. So, ein bisschen Anhängerfleisch noch bekommen. Bitte verspeist nicht, meine Freunde. Es hat durch die Windmühlen gereicht. So, gemeinsame Unterkunft, da ist sie.
Man konnte auch irgendwie die Nacht skippen, das weiß ich noch. Ach, mit Dreieck. So, gemeinsame Unterkunft. Wieso braucht ihr Scheißhaufen dafür? Waren die überhaupt vor kurzem mal kacken? Ach, ich muss die Küche erst bauen. Warte mal. Wir verlegen mal den Teich. Nee, warte, wir verlegen den Springbrunnen. Die Frage ist, kann ich da auch kochen? Da können die selber kochen. Kai kommt, er will mir helfen. Wenigstens einer. Ich glaube, die anderen, die niemals schlafen würden, habe ich gerade zu Dämonen gemacht. Ah, ich kann da auch kochen. Oder nee, ich sag dem, was die kochen sollen. Ah. Aber ich kann eine irre lange Warteschlange machen. So, ihr solltet genügend zu essen haben. Meisterkoch Kai, ran ans Werk. Geil. Ich habe jetzt einen Koch. Warte mal, wozu will ich denn überhaupt noch selber kochen? Ich kann doch denen sagen, geht mal kochen. Klar, die brauchen wesentlich länger, aber ich muss mich da nicht mehr drum kümmern. So, ich hätte gern ein paar Scheißhaufen. Ich will die erste Unterkunft mal ausbessern. Wir können sogar zwei ausbessern. So, gemeinsame Unterkunft. Ich kann es natürlich nicht machen, wenn die drin liegen, ne? Oder muss das eigenständig sein? Ich glaube, das muss eigenständig sein. Dann werde ich die nach und nach austauschen, ne? Liegt da gerade einer drin? Nein. Dann das weg. Ich glaube, der Nachteil ist, dass ich da keinen Glauben rausbekomme. Ja, das ist der Nachteil. Ich sollte nicht so viele davon holen. So, da drin schläft auch keiner. Dann habe ich wenigstens genügend Platz für alle. So, ich will die gemeinsame Unterkunft sehen. Baut sie. Los. So, und da können jetzt drei Leute drin schlafen. Das können die sich ja selber ausdiskutieren, wer wo schläft. Ich will mir jetzt noch die verbesserten Waffen holen. Und am liebsten würde ich den, der da fast am Verrecken ist, auch noch opfern. So, die 100 haben wir erreicht. Macht der Fromm. Ja, die Ausgangsstufe ist höher, ne? Werde ich wahrscheinlich auch brauchen. So, kann ich den anderen Heini auch opfern? Nein, die Abklingzeit, die braucht noch ein kleines bisschen. So, Leute, let's go in das schwerere Düsterholz. Das wird sowas von schief gehen.
Weil ich so hardcore aus der Steuerung raus bin, drücke die Taste schwere Angriff, um schwere Angriffe auszuführen. Jede Waffe hat einen individuellen schweren Angriff, den du meistens lernen kannst und der eine kleine Menge Eifer verbraucht. Okay. Erst schlagen, vertrieben oder einfach vergessen. Ein Kronenauge im Schlaf geschlossen oder vielleicht wartend. Die vier Bischöfe sind nun besänftigt. Welch große Macht lag schlummernd in einer Erwartung dieses Augenblicks. Auf R1 habe ich das jetzt neu. Den Eiferdeutsch. Und den göttlichen Wächter kriegen wir. So, R1. Oh, ich kann Schwerter regnen lassen. Guck mal, wie geil das aussieht. Ich muss gerade mal ganz kurz... Woran erkranken die denn alle? Ein Moment. Die sind alle gestorben. Ich muss einmal ganz kurz zurück und gucken, woran die gerade alle verrecken. Wenn die mir alle gerade krank werden, habe ich gleich einen toten Kult. Was ist los? Wodurch werdet ihr gerade durchgehend krank? Ich kann euch nicht alle hier ständig mit dem Zeug zupflastern. Was ist los, Leute? Da hat einer hingekotzt. Das wäre schon mal Problemlösung Nummer 1. Vielleicht kann Kai einfach nicht kochen. Ach, das kommt von dem Essen. Stimmt, das kann Krankheiten auslösen. Aber bei einer 5% Chance, dass so viele krank geworden sind, das ist schon heftig. Wisst ihr was? Die, die krank sind, ab ins Bett. Ach, wir könnten auch mal gucken. Dann müssen wir das gar nicht in Düsterholz finden. Einmal kurz zum Pilgerpass hier. Und gucken, ob es hier was Neues zu kaufen gibt. Ja, hier, guck mal, es gibt eine neue Karte, Vergeltung. Wirf eine freundliche Bombe, wenn du getroffen wirst. Sechs Karten haben sie hinzugefügt. Ich hatte alles vorher auf 100% vor dem Update. So, und ich sollte eine neue Anhängerform hier kaufen können. Ich habe einen Huhn gefunden. Geil. Der Typ ist schon ausverkauft. Schmugglerstätte, hier müsste ich doch auch was neu kaufen können. Oh, er will sogar was. Lammkotelett. Du wirst es nicht glauben. Diese versammten Zeugen sind zurück. Ich schwöre, hast du dich nicht um sie gekümmert? Nun, sie sind zurück. Was für eine Welt. Würden die Toten doch nur tot bleiben? Schaff sie aus dem Weg, ja? Ich habe auch ein paar gute Stücke für dich ausgegraben. Ja, auf jeden Fall eine neue Karte. Geisterwille. Zerstört zerbrechliche Steine mit einer Berührung. Ich weiß nicht, wie nützlich das ist, aber ich habe es. So, dann kaufen wir uns natürlich auch noch die Anhängerform von hier. Es gibt wahrscheinlich wieder ein paar, die man irgendwie komisch kriegen muss. Ich kann das Geld ruhig ausgeben. Ich habe 13.000. Ist das ein Papagei? Wir können wahrscheinlich in jedem der Teile einmal kurz eine Karte kaufen. Ich würde die auch, selbst wenn sie Schrott sind, gerne einmal haben, alle. So, Höhle des Mieders als nächstes. Wie gesagt, hier war auch irgendwie ein Erfolg.
So, einfach mal Geld opfern. Ein Anhänger formen. Ich weiß jetzt schon, dass ich hier echt wenig rausschneiden kann. Oh, ein Waschbär. Und direkt noch eine Form. Ein Dachs? Ich muss so ganz kurz überlegen. Hier ist die neue göttliche Moment. Du bist für einen kurzen Augenblick unverwundbar, wenn du einen Raum betrittst. Boah, das ist ja richtig geil. Was für coole neue Tarotkarten es gibt. 7 haben sie übrigens hinzugefügt. Alter, ich kann mir einfach die Hingabe jetzt kaufen. Midas. Ich bin mir sicher, dass es große Anführer von deinem Kaliber reichlich kostenlose Hingabe und ihren Anhänger halten. Aber sicher, ich könnte ein Visionär wie du immer mehr gebrauchen. Wir könnten für unsere Hingabe zu einem tollen Preis anbieten. Der Preis steigt, je mehr du davon willst. Und er sinkt, je länger du wartest. Die Frage ist eher, wie lange du der Versuchung widerstehen kannst. Ich kaufe aber, dass ich nur noch 10.000 habe. Oder 9.000. Stimmt ja, wir hatten den Anhänger geopfert für diese komischen Statuen. Da haben wir dann ein Vlies bekommen. Ich muss noch hier zur einsamen Hütte einmal. Ich glaube, die hatten wir mal gelesen. Danke. Hier ist offenbar nichts dazu gekommen. Wir müssen wahrscheinlich wirklich einen neuen Astagaloi-Spieler erstmal finden. So, hier können wir auch was Neues kaufen. Tarotkarte Turas Sippe. Erleidest du einen Treffer, wird ein Tentakel erzeugt, der das Gegner bei Kontakt Schaden zufügt. Okay. Und wir müssen noch den Anhänger kaufen. Ja, du bist ja tot, ne? Ich nehme mir mal die 30 hier. Kann ich mir noch mal was irgendwo gönnen. So, dann gib mir hier auch noch den Anhänger. Ein Nashorn. Ich brauche halt nur einmal dieses Ritual des Reichtums machen. Und schon habe ich das Geld wieder, was ich gerade eben ausgegeben habe. Das ist so krass. Ich erinnere mich noch, dass ich mich damit richtig reich gemacht habe. Kann ich ja sogar einmal eben kurz machen. Dann habe ich wieder Geld. Danke. So, was holen wir denn? Gab es noch irgendwas auf der rechten Seite hier? Das sind eigentlich die nützlichsten Sachen. Ja, dann wird es jetzt als nächstes die Leichenhalle eventuell geben. Obwohl, wie oft haben wir Leichen? Wir holen uns die verbesserte Gruft. Jetzt können die sich halt ein Grab teilen, ne? Ich kann das nicht auf einem anderen Grab platzieren. Ich habe ein Schwert diesmal. Alter, so ein Rundumschlag. Okay, der neue Angriff ist cool. Gegner mit Schilden gibt es jetzt. Gegner, die Schilde tragen, erleiden keinen Schaden, bis der Schild zerbrochen ist. Verwende einen schweren Angriff, um die Gegnerschilde zu zertrümmern. Also braucht man den auch wirklich.
Wahrscheinlich können jetzt auch der ein oder andere Boss so ein Schild in der Hand haben. Oh, wie cool. Ach ja, mein Teil war, je länger ich keinen Schaden kriege, beziehungsweise wenn ich Gegner töte, erhöht sich mein Schaden, den ich generell austeile. Ich hoffe, die Haupterfolge sind nicht wieder töte diesen und jeden, ohne Schaden zu kriegen. Das war nämlich absolut Rotze. Aber die sind immer noch genauso schwach wie damals. Also, die haben sich auch mal nicht gestärkt. Außer, dass die jetzt halt Schilder haben können. Okay, so geil finde ich den schweren Angriff von dem Schwert jetzt aber auch nicht. Ja, er ist cool, aber ich finde ihn nicht wirklich geil. Das ist neu. Ah, die rote Krone. Und du, bist hier göttlich. Komm, ich habe Werkzeuge für dich. Ja, sie wurden von Shimach angefertigt. Meine Brüder, sie mögen hübsche Dinge besitzen. Aber meine macht mächtige Dinge. Wirst du zusehen? Wirst du zugreifen? Was wirst du im Tausch geben? Dein Fleisch, deine Knochen, deine Krone? Ich scherze, ich mache Witze. Ich werde nichts nehmen. Nichts für Shimach. Ich habe Relikte freigeschaltet. Und zwar einige, wie es scheint. Eitelkeit kann nützlich sein. Verwende ein zufälliges Ladetempo hoch. Erzeuge ein Tentakel, das bei Berührung Schaden verursacht. Beschwöre einen Dämon, der dich im Kampf unterstützt. Spawne Bomben im ganzen Raum. Schon ruhig teilen, man werde kleiner. Schwöre einen neuen Fluch mit erhöhter Stufe. Ergifte alle aktiven Gegner. Was sind denn das für Sachen? Lass einen Sturm auf Blitzen auf die Ungläubigen niederregnen. Das will ich haben. Spirale alle aktiven Gegner ein. Alter, für eine kurze Dauer die Zeit an. 50%ige Chance, ein Herz zu heilen oder eine 50%ige Chance auf ein Geisterherz. Was ist ein Geisterherz? Das ist, glaube ich, eine neue Art von Herz. Werde größer, wahrscheinlich auch mehr Schaden. Füge alle Gegnern Schaden entsprechend der Menge deiner Tarotkarten hinzu. Oh. Alter, was wir hier alles freigeschaltet haben. Das kann ich kaufen. Das werde ich auch für 200. Das ist geschenkt. Eine neue Tarotkarte. Der Sammler erhöht die Chance, das Relikt zu spawnen. Ach, die können so random jetzt auch erscheinen. So, und was haben wir hier? Trink das, was ich haben wollte. Lass einen Sturm aus Blitzen auf die Ungläubigen niederregnen. Wie nutze ich das denn? Relikte sind mächtige Gegenstände, die mit der Macht des Glaubens durchtränkt sind. Sie können für Angriffe oder Spezialaktionen verwendet werden. Relikte können verwendet werden, sobald sie voll aufgeladen sind. Lade sie auf, indem du ungläubigen Schaden hinzufügst. Ich sehe schon unsere linke Ecke. Ich darf mein Chatfenster gerade umsetzen. So. Manche Relikte können mehrere Male verwendet werden, während andere zerbrechlich sind und nur einmal verwendet werden können. Aha, alles was zerbrechlich ist, kann nur einmalig benutzt werden. Was war meins, das ich gerade aufgehoben habe? Das war, glaube ich, auch zerbrechlich, oder? Ah, meine schönen Schöpfungen. Heilige Stücke verehrter Wesen. Sie hungern, ja. Sie dürsten nach der Macht, die sie einst besaßen, ja. Füttere sie, ja. Sie sind hungrig. Hungrig nach abtrünnigem Fleisch. Lass sie schlemmen. Ja, wie nutze ich das denn? Ach, mit L1? Ich mag die Blitze. Ah ja, bringt uns eine eiserne Karte. Besser ist ein spitzes Schwert. Shimach ist besser. Kleiner Gott wird wiederkehren. Shimach wird Relikt geben. Shimach wird Relikt fertigen. Shimach wird eines Tages Relikt aus dir machen. Warte, was? Adieu. Du willst ein Relikt aus mir machen?
will kein Relikt werden. Aber das war cool. Was komplett Neues, direkt zum Anfang. Lädt sich das von der Zeit her auf oder wenn ein Schaden verursacht wird? Ich hole das gerade mal ganz kurz. Meint ihr, das füllt sich gerade? Ich glaube, das füllt sich, wenn ich Gegnern Schaden zufüge. Weiter geht's. Es gibt guck mal da, da ist ein neues Symbol. Wahrscheinlich kann man da ein Relikt bekommen. Ich will auf jeden Fall hier rechts lang gehen. Neuer Gegner! Ich habe ihn in der Luft gekriegt. Verwende ein zufälliges Relikt. Oh, das ersetzt das alte. Hallo? Bist du mein Freund? Ich habe einen Freund. Okay, diese Relikte sind cool. Los, kämpf! Ich will dich kämpfen sehen. Ich sagte, ich will dich kämpfen sehen und nicht die Dämonen, die ich eh schon dabei habe. Schon wieder jemand Neues. Ach nee, Midas. Oh, hallo, werter Kunde. Oh je, eine schäbige Bekleidung. Es ist lange her, dass ich von zu Hause fort bin. Aber ich musste gehen. Was für eine reiche Welt. Finster und posieren und reich. Und es wohltätig. Und kalt, nicht die größte Tugend. Ey, du Arsch! Gib mir mein Geld zurück! Ey, ich gehe den gleich besuchen. Der gibt mir mein Geld zurück. So, Tarotkarten sind immer gut. Schwester Schmachs Wahnsinn wurde mit den ersten Karten aufgedeckt, die von ihrer eigenen Sippe gezogen wurden, wie ich es stets getan habe. Ist das Schicksal der Gral, der gesucht werden muss, oder die Kraft, die einen vorwärts treibt? Komm, lass uns noch ein weiteres Mal ziehen. Die erste Karte ein Leuchtfeuer, die zweite ein Schatten, die dritte etwas Verlorenes, möglicherweise gestohlen. Umgedrehte Karte muss gesucht werden. Die Karten sprechen. Ein Relikt ruft. Du musst es suchen und beanspruchen. Okay. Ja, danke. Ich glaube, der hat mir richtig viel Geld abgezweigt. Oh. Das war, glaube ich, eine der neuen Karten. Ich will Midas finden. Ich hau ihm eine runter. Ich einfach meines Geldes zu behelligen. Los, kämpf! Er kämpft tatsächlich. Warum soll ich mich in die Schlacht stürzen, wenn er das für mich machen kann? Der Fluss ist auch geil, das ist ein neues Gimmick. Nein, ich habe Schaden kassiert, mein Booster ist weg. Aber ich muss ja irgendwie den Schild brechen. Kann ich mir das überhaupt finden? Was versuchst du da? Es ist halt alles neuer Content, den ich erstmal entdecken muss. Ich kann mir noch eine Tarotkarte gönnen. Nee. Ewig lang nicht gespielt. Ach stimmt, ich hatte jetzt glaube ich gar keine Fähigkeit. Ja, mit dem Schwur der Krone. Oder? Nee, so benutzt man das.
Das Schwert war mir aber, meine ich, trotzdem besser. So, was kriegen wir da? Ein weiteres Relikt? Ich nehme mir mal dieses Auge. Umkreist mich jetzt durchgehend. Wie geil. So viel neuer Kram. Wie kämpfst du? Ich kenne dich noch nicht. Okay, du machst eine Schockwelle, wo du aufkommst. Ein interessanter neuer Gegner. Also, die haben sich ja ein halbes Jahr Zeit gelassen. Ich finde es auf jeden Fall cool, dass sie direkt mit so vielen neuen Content rauskommen, ne? Deine Relikt-Bestie. Ich sehe schön, mach. Hält sich noch am Leben. Aber Schöpfung zeugt Zerstörung, wie es die Natur verlangt. Ausgebrütet. Ich finde es lustig, wie das Auge die ganze Zeit den Typen vertrischt. Ausgebrütet wurden wir im Schoß des letzten, der ersten Götter, um göttliche Instrumente zu gewähren und sie doch nie selbst zu benutzen, wie es die Natur verlangt. Ein Ort, ich spüre die Dunkelheit, etwas von mir, jetzt im Bauch eines großen Biests. Und durch dessen Knochen Gelächter suchen dieses Relikt an diesem Ort. Es hat meinen Kumpanen umgebracht, das Auge. Ich will jetzt den schweren Angriff von der Axt sehen. Ah, ich kann die Axt werfen. Die Axt war sowieso meine Lieblingswaffe. Oben oder unten? Oben ist der Boss. Das Ding soll man, glaube ich, gar nicht töten. Ich glaube, das ist so gesehen eine Falle. Okay, von der Axt der schwere Angriff gefällt mir bisher am meisten. Mann, du dummes Ding, nervst. Nein. Nein, beides scheiße. Einmal kurz nehmen. Ausrüsten, das alte Ding. Wieder verwerten. Okay, Leute, Zeit für den ersten Boss. Gucken, wie der überarbeitet wurde. Ach, stimmt ja. Ich bin gespannt. Dein Design hat sich ein bisschen verändert. Oh, die Axt macht auch mehrfach Treffer. Warum soll ich in den Nahkampf gehen, wenn ich ihm meine Axt auch einfach ins Gesicht werfen kann? Aufheben, Gottesträne. Ich nehme das Geschenk. Das Auge greift einfach durchgehend an. Und natürlich darf ich wieder viermal den Ort hier machen, um den neuen Leshy zu bekämpfen.
war irgendwie abzusehen. Ich weiß übrigens, dass es noch die Twitch-Integration gab, aber die war mehr oder weniger sinnfrei bei dem Spiel. Deswegen mache ich die nicht an. Irgendwie kann ich hier wieder richtig viel ernten. Stimmt, wir wollten jetzt auch mal so ein Gruppengrab erheben. Ich hole die Leiche noch mal raus. Ich hole die Leiche noch mal raus. Ja, wir holen die Leichen noch mal raus. Ich weiß, dass ihr euch der Anblick nicht gefällt. Aber ich will die alten Gräber gegen die neuen austauschen. Janik, leg dich in ein Bett. Verdammt nochmal. Hier, die Gruft. Sunny? Ich werde dich umerziehen. Ich weiß nicht, warum du zum Abweichler wirst, aber ab in den Knast! Genau, geht ihn auslachen. Alter, da passen ja richtig viele Leichen in die Gräber. Nicht noch eine Leiche? Da passen 5 Leichen in je ein Grab. Geil. Das hat sich ja gelohnt. Ist, glaube ich, wenn man den Platz bedenkt, ungefähr einer mehr pro Grab. Und vor allen Dingen, das kann ich ja sogar nochmal ausbauen. Und ich glaube, ich auch direkt tue. Kann ich mir ja noch mehr an den Gräbern schenken. Ja, jetzt könnte ich die ausbessern. Dann passen da 8 rein statt 5. Und auf der höchsten Stufe passen da wie viele rein? 12 Anhänger in je ein Ding. Alter, das ist ja richtig platzsparend. Und es kostet nicht mal wirklich was. Stimmt ja. Ich muss einmal kurz einen gewissen Typen besuchen. Der meinte hier, eine Untat zu begehen. Der will überhaupt nicht mein Schwert zu spüren bekommen. Aber erstmal müssen wir eine Predigt halten. Lauscht meinen Worten. Ihr seid meine Sklaven. Wenn ich Hunger habe, seid ihr mein Essen. Überhaupt nicht merkwürdig. Ja, ich will auf jeden Fall die Axtbeherrschung. Obwohl, nee, erstmal mehr Relikte. Ich will alle Relikte auf jeden Fall zuerst haben. 1, 2, 3, 4, 5. Erzähle gesegnete Puderdose. Verwende ein zufällig gesegnetes Relikt. Beschwöre 2 Dämonen, die dich im Kampf unterstützen. Das ist zerbrechlich. Ah, lass gesegnete Zähne. Lass einen Sturm aus Blitz niederringen. Chance auf den Erhalt von blauen Herzen. Alter, wie geil ist das denn? Das Unheilige macht wahrscheinlich, dass ich ein Teufelsherz bekomme. Aber was ist ein Geisterherz? 50%ige Chance, 10 Sekunden lang unverwundbar zu werden. Oder eine 50%ige Chance auf ein blaues Herz. Und das gesegnete Haar. Füge allen Gegnern Schaden entsprechend der Menge deiner Tarotkarten zu.
Chance, ein blaues Herz zu erhalten. Alter, was für geile Sachen haben die hier alles hinzugefügt. Ich muss jetzt noch die alten Leute opfern. Wenn ich jetzt instant noch eine Stufe gemacht habe, gemacht hätte, dann wäre es hier broken. So, kann ich denn überhaupt schon jemanden opfern? Ja. So, wer von euch ist alt? Das Opfer. Die freuen sich immer, wenn sie geopfert werden. So, und direkt holen wir uns noch die anderen Relikte. Nummer 5? Fragezeichen. 1, 2, 3, 4, 5. Ja, Nummer 5. Verwende ein zufälliges verdammtes Relikt. Ja, Leute, ist gut. Ich weiß, das Opfer ist weg. Finger des verdammten Exorzisten. Beschwöre einen mächtigen Dämon, der dich im Kampf unterstützt. Das ist ein Sturm aus Blitzen hinterreden. Ja, krankes Herz, das waren die schwarzen Herzen. Wenn ich Schaden kriege, kriegen die auch alle. 50%ige Chance, ein krankes Herz zu halten. Oder eine 50%ige Chance, allen Gegnern Schaden zuzufügen. Und füge allen Gegnern Schaden entsprechend deiner K.O.-Karte hinzu. Chance, ein krankes Herz zu halten. Also diese Relikte sind ja ultra geil. Genau 100 bekommen. So, Midas, ich komme. Ich hol mir deinen Kopf, ey. Wo bist du? Wo versteckst du dich, du Drecksack? Ich dachte, das wäre vom Preis ja schon runtergegangen. Wo ist der? Es gibt halt einen Erfolg auch dafür, wenn man Midas das Geld wieder abluchst. Ich wusste jetzt nicht, was das bedeutet hatte, als ich den Erfolg im Steam-Bibliothek gesehen hatte. Okay, hier unten wächst wird. Aber jetzt weiß ich es ja. Na? Du kriegst keinen Schlaf. Wahrscheinlich bist du deswegen aggressiv. Weißt du was? Ich lasse dich zumindest einmal kurz schlafen. Wenn ich dich darf. Würdest du schlafen gehen, wenn ich dich jetzt rumlaufen lasse? Oder willst du einfach nur rumpökeln? Nee, ich glaube, du willst hier nur Sachen verbreiten. Ja, dann musst du mit dem Schlaf warten. Ich kann deinen Erfolg spüren. Ich fühle die Gegenwart einer Göttesträne. Stärke, Langlebigkeit und Trauer, die sich ewig erstreckt. Die findet sich in den Bäuchen der übelsten Bestien und Bösewichter. Aber sehen könnte es nur jene, die zu Gottheiten aufgestiegen sind. Ich bin froh, dich unterschätzt zu haben, denn ich verkehre nur mit Göttern. Ein Angebot neu emporgestiegener, gib mir einen Namen und wir werden geschäftliche Partner sein. Ich habe wertvolle Artikel für ein Wesen wie dich. Wie nenne ich dich? Soll ich ihn einfach Gamergott nennen? Es scheint ja ein Gott zu sein. Und so würde es zum Gamer-Tiere-Kult passen. Wir nehmen Gamer-Gott. Und damit ist unser Handel abgeschlossen. Nimm mir Gottes Tränen und ich werde dich dafür belohnen. Hier nimm.
Was habe ich bekommen? Was ist das überhaupt? Vergessene Gebotssteine. Du hast genug Fragmente gefunden, um einen Kristallgebotsstein zu formen. Du kannst vergessene Gebotssteine verwenden, um Doktrinen zu verkünden, die du noch nicht ausgewählt hattest. Ach, dann kann man in beide Richtungen so gesehen dann investieren. Unser erstes Geschäft. Manche Gegenstände besitzen Kräfte, die du dir noch gar nicht vorstellen kannst. Mögen sie dir dienlich sein. Okay. Das probieren wir direkt aus. Krone. Vergessene Doktrin verkünden. Deinen vergessenen Geburtsschein, um eine zuvor nicht gewählte Doktrin für deinen Kult zu verkünden. Ersetzt das die alte oder? Und wert irdischer Güter predigen? Anhänger bestechen. So, ersetzt das jetzt oder kriege ich das zusätzlich? Doktrin. Mann, ich habe das zusätzlich bekommen. Wie geil. Also mit den Dingern kann ich sagen, hey, ich hole alle Teile. Um Gottes Willen, das wird eine der versteckten Belohnungen von Steam sein. Dass man das wahrscheinlich holt. Och, um Gottes Willen. So, ich muss Sunny erstmal umerziehen. Komm, Kai, lach ihn aus. Verdammt. Komm, kann ihn irgendwer auslachen, bitte. Währenddessen gehe ich nochmal eine Predigt für euch alle halten. Wenigstens kriegt man das neue Zeug schnell. Sind die Relikte, die hat man ja fast schon hergeworfen bekommen. Die ging ja wirklich schnell zusammen. So. Nee, wir holen uns erstmal die Axtbeherrschung. Ich dachte erstmal drüber nach, das da unten zu holen, aber das ist ja eigentlich sinnfrei. Außer man hat wirklich eine extreme Kackwaffe am Anfang. Sonst macht das ja gar keinen Sinn. Kann noch was freischalten. Na gut, dann nehmen wir das jetzt mit. Können wir wenigstens eine Scheißwaffe weggeben? Oh, nee, ich muss echt alles nochmal freischalten. Irgendwer war von euch alt, das weiß ich. Da, der Hase. Ich weiß nicht, wer du bist, aber du bist weg. Ich kann das mit Twitch verbinden, dann könntet ihr die Anhänger benennen, wenn ihr wolltet. Aber da würdet ihr mir wahrscheinlich sowieso Namen von bekannten Streamern und YouTubern geben. Das weiß ich jetzt schon. Naja, zurück nach Düsterholz. Und wir kriegen den göttlichen Hammer. Ich will sehen, was der schwere Angriff vom Hammer ist. Und Sprungangriff. Der scheint auch gut Schaden zu machen. An den Gegner testen. Tschüss. Einfach nur tschüss.
Da ist die alte Statue von Lechi. Oh, es passiert was. Kleines Lamm, ich spüre dich dort. Düster Holz hat mich noch nicht vergessen. Ich kann dich immer noch finden. Ich habe den Rest leider weggedrückt. Ich kann die Statue kaputt machen. Die schießt mich ab, wenn ich es nicht tue. Nein, böse Statue. Ja, zuschlagen macht immer noch am meisten Sinn mit dem Hammer. Das trifft mehrere. Das ist vor allen Dingen, glaube ich, ein Rundumschlag. Ich sehe jetzt nicht wirklich so den Hardcore-Nutzen aus diesem Hieb. Nein, du schießt mich nicht ab. Alter, wie viel kommen denn da? Der schießt ja mal richtig sauer. Bleib kaputt. So, ich will ein Relikt. Ich will ein zufälliges gesegnetes Relikt. Das werde ich gleich beim der erstbesten Gelegenheit machen. Ich glaube, der haut ab, sobald ich was aufhebe. So, heiliges Relikt. Unbesiegbarkeit! Wie geil! Ich habe so gut wie gar nicht genutzt. Ja, diese Unbesiegbarkeit brauche ich auf jeden Fall beim Boss. Ist ja ultra geil. Ich konnte einfach durch die durchlatschen. Ey Leute, kaum gibt es ein halbes Jahr keinen Erkalt-Glimt, haufenweise geiler Content. Ach nö, nie das Ding. Okay, doch, kein Rundumhieb. Auch nur die Stelle, auf das es anvisiert. Hätte es mir nicht eine Waffe geben können. Alles ist mir recht. Hauptsache kein Hammer mehr. Oh, warum gibst du mir einen scheiß anderen Hammer? Das ist beides Kacke. Ist der Hammer besser als mein Alter? Nee. Nicht mal ansatzweise. Okay, ich tue hier nur Müll, ne? Göttliches Ding! Es waren Blitze! Ja, leider kein Seelenherz bekommen. Da, neue Waffe, bitte, bitte, bitte. Klauen. Da brauche ich gar nicht lange überlegen. So. Das ist aber diesmal ein Rundumschlag. Boah, ein starker auch noch. Geilomatico. Wenigstens was anderes als den Kackhammer. Brauche es eigentlich nicht, ne? Ich will aber sehen, wie hoch ist jetzt die Reichweite. Boah, die ist ja richtig groß. Okay, tschüss. Auf zum Boss. So, Wale fahr. Um Gottes Willen, bist du jetzt schnell. Unbesiegbarkeit bei Boss, ja! Perfekt! Was Schöneres hätte ich nicht bekommen können bei einem Bossgegner. Stellt euch mal vor, ihr steht bei einem Endboss und dann kriegt ihr durch dieses heilige Ding auf einmal Unbesiegbarkeit. Der denkt sich dann auch nur, willst du mich verarschen?
Alter, man kann den Boss jetzt betrügen. Hätte ich das Einzel-Item davon und wäre es wirklich zerbrechlich, ich würde es wahrscheinlich so machen, dass ich mir das wirklich bis zum Boss aufhebe, dann mit einer Axt da reinrenne und dann einfach direkt das Ding zünde. Dann wären auch diese No-Hit-Runs gegen Leshy beispielsweise einfach gewesen wie sonst was. Weil der hätte sich ja nicht wehren können. Ich hätte einfach dann draufhauen können, ohne Rücksicht auf Verluste. So, die letzte Gruft, ich will sie haben. Scheiße erstmal auf den Leichensammler. So, wir geben auf jeden Fall noch die Gottesträne ab. So, ich gebe dir eine Träne. Kriege ich auch mal für jeden Boss einmal. Ich will wissen, was ist das da links? Ich werde es jetzt rausfinden. Halt Loyalitätskette. Blinder Glaube ist noch immer wahr. Der Anhänger wird nie abtrünnig. Oh. Das hätte ich mal gerne geben. Oh, ihr wollt sogar mal, dass ich euch euer Geld abnehme. Da sag ich doch nicht nein. Als ob ich nein sage, wenn ihr sagt, gebt mir euer Geld. So, da. Rituale Bereicherung. Ihr wollt ja, dass ich euch euer Geld abziehe. Einer hat das sogar requested. Da sag ich nicht nein. Oh, ich bin reich. Gebt mir euer Geld. Nein, macht das nicht in real. Behaltet euer Geld schön bei euch. Gebt das nicht für jemanden wie mich aus. So, alle anderen Dinger sind leer. Das leeren wir auch direkt mal. Dann können wir uns jetzt hier was Neues gönnen. Gibt nur die Dinger links, ne? Alles andere haben wir. Ja. Dann holen wir uns jetzt die Leichenhalle. Und die würde ich gern auch einmal sehen. Oh, so viel. So, was kostet mich denn die Leichenhalle? Ach, die ist ja billig. Oh. Muss ich aus einem der Gräber machen. Wenn es Leben zurückgekehrt. Schick dich gleich schlafen. Und Padde ist zurückgekehrt. So, direkt die nächste Predigt. Dann können wir uns jetzt noch hier eine Fähigkeit gönnen. Bis die Predigten wieder egal geworden sind. So. Ich hole mir die Panzerbeherrschung. Drei Sachen kann ich mir da noch gönnen. Läuft doch. Alter, direkt zwei. Na gut, aber wäre ja schon auch direkt. Dann fehlen nur noch zwei. Alter, wie viel Hingabe ich kriege. Daran sieht man, dass ich zu viele Leute habe. Da ist ja auch jetzt die Leichenhalle, ne? Da können die selbstständig die Leute begraben. Du brauchst echt lange, um zu genesen. Kann ich noch eine Predigt halten? Jetzt mal im Ernst, wie lange braucht denn der? Er ist endlich erwacht. Warte. Erst die Predigt, dann umwandeln.
Und den Halbtoten, da kann ich direkt aufsteigen lassen. So, einfach die Schwertbeherrschung als nächstes. Dann fehlt ja nur noch der Dolch. Dann ist der Teil auch fertig. Mit der nächsten Predigt sollte es erledigt sein. Nee, das ist die Leichenhalle. Die muss ich jetzt mal bauen. Die kommt direkt da hinten hin. Und ich muss den Holzplatz da hinten mal ausbauen. Leichenhalle 2. Jetzt haben wir uns da alles gegönnt. Oder? Sollte doch nichts mehr da sein. Nee, müsste alles fertig sein eigentlich. So, ich kann das Ding direkt ausbauen. Oder besser gesagt ausbauen lassen. Okay. Zum Öffnen Stufe 4 Anhänger opfern. Da brauche ich 20 Leute. Das heißt, ich muss mir 4 nochmal anschaffen. Ja, ich brauche 4 Leute. Aber ich behalte hier erstmal einfach nur drin. Ich habe schon überlegt, ob ich offscreen einfach so weit mache, dass ich einfach in einem Stream alle Bosse einmal machen kann. Das habe ich tatsächlich einmal überlegt. Ja, ich brauche halt einfach nur 20 Anhänger, das war's auch schon. Ja, hier ist genauso gefährlich, hier sind sie auch. Da hast du recht, mein Freund. Auf nach Düsterholz. So. Ja! Unverwundbarkeit ist immer schön. Und dann nehme ich noch den Giftschaden mit. Auch wenn das nur den Boss betreffen wird. Alles andere one-hitte ich halt. Da. Ein Schlag. Tot. Das Gute ist, wenn ich keinen Schaden bis zum Boss erleide, kann ich den eventuell auch one-hitten. Ich brauche Leute. Das wird zwar wahrscheinlich eher weniger passieren. Aber dann kriegen die halt instant einen Treffer für den Fall. Jetzt habe ich einmal Schaden kassiert. Ah, ich habe endlich mal was bekommen. Fügt einen Gegner entsprechend der Menge deiner Tarotkarten Schaden zu. Endlich mal ein L1-Item. Die finde ich richtig geil, dass die dazugekommen sind. Das haben wir auch bisher noch nicht benutzt. Also nicht ein einziges Mal. Ja, heilen werde ich mich eh nicht. Jetzt haben wir das Haar des Schicksals mal gesehen. Und es ist cool. Ist auf jeden Fall gut gegen so einen richtig großen Raum, wo viele Gegner sind. Dann kann ich einfach L1 drücken und schon sind die alle weg. Am geilsten finde ich aber immer noch dieses Item, wo man zufällig irgendwas hat. Weil da kann ja alles bei rumkommen. So, du schon wieder. Amdusias. So. Komm her. Tot.
Eine Gottessträhne, danke sehr. Ich nehme die Beeren. Danke dafür. So, ich denke mal, das wird die letzte Predigt sein. Außer ich will Geld. So. Ne, warte mal. Obwohl, habe ich offenbar. Ich dachte, ich hätte das da oben nicht, weil das nicht am Leuchten war. So, wir haben die Deutschbeherrschung. So. Er wird das Opfer des Fleisches. Wo ist denn unser Zeuge? Da ist er. Der bringt nur 106 Gold. Du willst unbedingt geopfert werden. Ja, er verschwindet aus unseren Reihen. Sunny muss leider noch ein bisschen warten. Hier kann ich jetzt die Träne geben. Du Träne. Eingeborener Gott, jetzt sehe ich meines Reiches bewürdig. So, was wird es? Was darf es werden? Eine Doktrin. Ich darf mir eine weitere Doktrin holen. Es gibt noch ein paar Fließe, aber die brauche ich ja nicht. So, eine vergessene Doktrin. Ich kümmere mich mal um die Jenseitsdinger, dass da alles da ist. Okay. Ich nehme das Ergebnis. Obwohl die passiven Fähigkeiten erstmal wichtiger wären. Ich würde das gerne einmal durchziehen. Ist ihm überhaupt vor kurzem irgendwer gestorben? Ich kann die bereits Toten dann nochmal. Ich will mal ein Begräbnis für die Putzkraft. Was macht ihr da? Sie ist jetzt an einem besseren Ort. Jetzt kann sie dort weiter putzen. Fragezeichen. Fragezeichen ist immer gut. Eine neue Tarotkarte. Der unantastbare Umgebungsfallen verursachen keinen Schaden. Jetzt fehlt nur noch eine der neuen Tarotkarten. Ich höre dir zu. Hey du, ich habe von dir gehört, du bist der Anführer von diesem Kult. Wenn du was sprechen lässt, bin ich vielleicht in der Lage, die Loyalität eines deiner Anhänger zu erhöhen. Ja, aber Sunny, bitte. Noch mehr Bombenschaden. Bitte sehr, die Fröhlichkeit selbst.
Was hast du jetzt mit ihm gemacht? Schwanz des Lyphors. Der Gifte alle aktiven Gegner. Ja, praktisch. Vor allem, wenn da richtig viele Gegner in dem Raum sind. Easy. Oh, du bist, glaube ich, neu. Klunk und Bob, Lämmchen, was für eine Nacht für einen Spaziergang. Die Luft fühlt sich anders an. Bob und ich haben nur eine kleine Pause beim Würfeln eingelegt. Wir kämen bald zu Rattau zurück. Er ist eine gute Ratte. Dieser Rattau hat mich und Bob aufgenommen, als wir nirgends hin konnten. Darum war er ein großer Anführer. Alle liebten ihn. Du bist natürlich nicht, ich auch. Ah nee, wir kennen den, glaube ich. Stimmt, das ist doch einer von den Astragaloi-Typen. Na gut, bei denen hat sich aber nichts geändert. Ich habe ein neues Relikt. Das Transmogrikon. Verwandelt einen zufälligen Gegner in ein Kleinvieh. Okay. Wie habe ich das denn jetzt freigeschaltet? Nee, ich bin nicht mal bei Maximalschaden, aber trotzdem. Ich glaube, ich könnte jetzt selbst den Boss schon one-hitten. Das gelbe Fließ ist halt einfach so mega OP, wenn man gut im Ausweichen ist. So, wir sehen jetzt endlich den neuen Leshy. Ich bin schon gespannt. Zeit, dieser albernen Maskerade ein Ende zu bereiten. Beende das. Nee, das ist der gute alte Leshy, wie wir ihn schon kennen. Easy. Ich dachte, da kommt ein neuer Leshy. Oh, ich kann Leshy anheuern. Ich werde Leshy konvertieren. Es hieß doch neue Gegner. Im Update. Also, ich sehe jetzt nicht sonderlich, dass sich irgendwas verändert hat am Boss. Es war halt derselbe Leshy wie zuvor, nur mit dem einzigen Unterschied, ich konnte ihn konvertieren. Wenn es jetzt mit allen Bossen so ist, dass man sie jetzt einfach nur noch konvertieren kann nebenbei. Hütte der Seelen führt sie ins Jenseits, auf das sie nicht vom Weg abkommen. Also wenn das wirklich halt das Einzige ist, was dazugekommen ist, dann lohnt sich das nicht. Ich dachte halt wirklich, wir würden hier komplett neue Bosse sehen. Aber das einzig Neue war jetzt, ich konnte Leshy konvertieren. Ich gehe einfach mal instant zu dem Typen, vielleicht sagt er irgendwas. Ja, willst du mehr?
Natürlich, welcher Gott gibt sich schon damit zufrieden, was bloß ist? Wie du es bei den Bischöfen erlebt hast, gibt es einen Ort, der zwischen den Ebenen dieser Welt existiert. Manche nennen es das Fegefeuer. Betritt es einmal täglich, während die sterbliche Zeit stillsteht. Die gotteslästerlichen Seelen des Fegefeuers können so lange büßen, wie du es wünschst oder überlebst. Und sollten noch mehr Gottesseelen ihren Weg zu dir finden. Nun, Gamer Gott wartet. Das Fegefeuer. Du kannst das Fegefeuer nur einmal am Tag betreten. Solange du dich im Fegefeuer befindest, wird die Zeit in deinem Kult angehalten. So, jetzt gebe ich dir aber erstmal meine Tränchen. Eine weitere Doktrin. Danke dafür. Ein Vlies. Ein Vliesstück, Entschuldigung. Mit so Essenden diese Vliese zusammenzusammeln. Weil das ja wirklich lackbasiert ist. Eigentlich kannst du mir ruhig gerne erstmal die ganzen Doktrinen geben. Wenigstens schon mal zwei Stücke. Also man versteht, ne, warum ich das an der Stelle unsinnig dann finde. So, ich kann eine weitere Predigt halten. Kommt rein, Leute. Lauschet meinen Worten, ihr seid meine Sklaven. So, weitere Doktrin. Ich mache erstmal Jenseits fertig. Okay. Ich halte 10 Glaube, wenn einer geopfert wird. Ich nehme lieber das erstmal. Dass ich weniger Glauben verliere, wenn generell irgendwer stirbt. Weil bei Sunny ist es nicht unwahrscheinlich, dass er demnächst drauf geht. Eventuell würde ich noch mal einen Stream machen, einfach zu gucken. Ich würde dann offscreen tatsächlich hier machen, dass ich bei denen dann direkt rein kann. Weil da wird ja nicht wirklich was Neues dazu kommen. So, Dungeon-Herausforderung. Ich brauche jetzt eine gewisse Anzahl an diesen Gottesdingern, damit ich da rein kann. Ich darf nur das normale Vlies gerade nehmen. Dann mal rein da. Bin gespannt. Düsterholz. Habe ich eigentlich schon geguckt, was der Deutsch kann? Ach ja, er kann das Deutsche regnen lassen. Also, ich würde halt die Bischöfe nochmal alle machen, weil eventuell wird was getriggert, wenn alle Bischöfe nochmal gemacht wurden. Easy. So, 2 Tarotkarten. Ja, bitte. Nehme ich lieber das ganze Herz. Ich habe von dem ganzen Herz mehr als von Seelenherzen.
Dieses Gift ist so massiv ungefährlich. Ich darf nicht vergessen, ich habe eh das normale Fließ, also ist es egal, wenn sie mich treffen. Ich habe keinen Damage Booster dabei. Okay, Steine zerstören mit Berührung. Jetzt bin ich in Anura. Zum Bulldozer einfach. Ich kann das Fegefeuer nur einmal machen. Nicht vergessen. Na gut, diese, ich kann durch Steine durchlaufen, Tarotkarte ist jetzt auch nicht wirklich geil. Ach, da kriege ich ein Item. Ach, wieder das Ding. Geh ich mir auf, bis da richtig viele in dem Raum stehen. Hier zum Beispiel. Hat zumindest ein bisschen was gebracht. Das Fegefeuer ist jetzt auch nicht sonderlich beeindruckend. Vor allen Dingen, wenn es wenigstens alle festen Objekte betreffen würde, dann würde es mir etwas abnehmen hier, was den Raumclearen angeht. Aber es sind halt wirklich nur die Steine, die damit kaputt gemacht werden. Nee, will ich beides nicht. Einen Moment, Leute. So, ich habe gerade mal ganz kurz meinen Hund rausgeschmissen. Der quietscht hier die ganze Zeit. So, jetzt bin ich in den Ankertiefen. Aber wenn ich allein 50 von diesen Tränen für die, für das nächste Vlies brauche, ne? Also dieses Fegefeuer, das werde ich definitiv nicht durchspielen. Zumindest nicht onscreen. Offscreen vielleicht, aber nicht onscreen. Das wäre mir zu anstrengend. Weil dann müsste ich ja richtig viele Streams für einen planen. Und ich habe momentan genügend andere Projekte. Ja, selbst bei diesen Steinen zählt das nicht mit dieser Berührung. Das ist so eine beschissene Tarotkarte. Ich nehme das hier. Mache ich wenigstens mehr Schaden mit der Sense. Da. So viel Nutzen. Ich kann durch die Steine laufen.
Es gibt nur eine Raumvariante, wo das tatsächlich praktisch wäre. Und selbst die ist selten. Vor allen Dingen, weil ich die eh mit einem Schlag zerkloppe. Ah, danke für die Axt. Ich kriege hier Gottes-Tränen-Fragmente aus den Kisten. Das ist mir bisher gar nicht aufgefallen. Tot. Easy. Ja, wie gesagt, was die Bischöfe angeht, ich würde halt wirklich einfach einmal ausgehen für mich clearen, bis ich bei denen stehen kann. Halt, dass ich da bei jedem Teil dreimal Bosse fertig mache. Und wir dann einfach in einem Stream nochmal die restlichen Bischöfe durchpauken. Und das wäre es dann auch. Oh, du bist so gefährlich. Ich weiß, wie, genervt oder wie toxisch ich gegenüber dem Spiel gerade klinge, aber es ist halt Realität, ne? Ist es kaum interessant, wenn da nicht wirklich viel an neuen Content ist. Und diese Karte, also die Tarotkarte, die dazugekommen ist mit, ja, ich kann durch einen Stein laufen, wow. Erstens, diese Steine sind so selten und zweitens, ich kann die auch einfach kaputt kloppen. Das hat ungefähr denselben Effekt. Also wenn man die Auswahl hat, diese Tarotkarte wird nie irgendwer mitnehmen. Weil das eher ein Downgrade ist. Easy. Wie viele Fragmente ergeben denn ein ganzes Fragment? Einmal kurz nehmen. Ich kriege ja Fragmente dafür. So, und jetzt bin ich auf der Ebene. Was auch immer das für eine Ebene ist. Ach, Boss-Ebene. Vipa! Easy. Das war nicht mal im entferntesten schwer. Dieses Fegefeuer ist ja absolut lachhaft. Außer man will diese Gottestränen eventuell erfahren. Obwohl, selbst dann. Ach, 50 von denen ergibt ein Ganzes. Ah, nee, das ist steigend. Ja, aber warum? Das Fegefeuer ist ja dann echt einfach nur dafür da. Ja, komm, ich erfahre mir einmal kurz diese Gottestränen. Ich erinnere mich am Leschi. Vor dir war er der Letzte, der mit mir gefeilscht hat. Geschickt wie er war, zeigt er sich mit Hilfe seiner Geschwister schnell den Herausforderungen des Götterdaseins gewachsen. Seine chaotische Art zog viele an. Ja, hier nimm meine Tränen. Das war das Einzige, was ich nicht von dir haben will.
Das ist das Schlechteste, was du mir hättest geben können. Ich will nur die neuen Sachen. Mich interessiert das Ding links null. Danke, Doktrin. Alles außer das linke. Ich weiß noch nicht, ob ich alle Anhängerformen habe, aber ich denke mal, es gibt ein paar, die man nur von ihm bekommen kann. Und noch eine weitere Doktrin. Ja, ich kann dann hier nach dem Tode fertig machen, ne? Haben die mich jetzt überhaupt beglitten hier? Nein, die durften nicht mal mitkommen. Ist ja noch trauriger. Also es gab ein paar coole neue Sachen, die dazugekommen sind. Ne? Das will ich jetzt auch nicht hier runterreden. Beispielsweise, dass die von sich aus jetzt kochen können, finde ich es mega cool. Dass die Leichen sammeln können, ist natürlich auch nice. Dass es jetzt einen neuen Angriff gibt, dass es die neuen Items gibt. Das ist alles ganz schön. Wie gesagt, das will ich halt überhaupt nicht runterreden. Aber im Allgemeinen finde ich, das ist trotzdem viel zu wenig Content, der dazu kam. Außer wenn jetzt nach den Bischöfen befreien wirklich nochmal irgendwas neu dazukommt. Dann würde ich meine Meinung ändern, aber bisher sieht es halt nicht so aus. Ach, bei dem letzten davon kriege ich sogar hier ein bisschen Glaube. Komm, es sind nur noch so 16 Punkte ungefähr. Gib mir die eben kurz. Danke. Ach, wenn das Ding voll ist, kriege ich dafür dann jetzt ab sofort eine Gottesträne. Na gut, das ist natürlich auch interessant. Wenn ich dafür jetzt Gottestränen kriege, dann lohnt sich das ja wenigstens noch irgendwo, aber gleichzeitig auch irgendwo nicht. Bei 1395 für eine Gottesträne finde ich ist viel zu viel. Also da kriegt ja gefühlt einmal, wenn der normale Streamer, der macht ja normalerweise länger als ich, so zwischen 2 bis 5 Stunden manchmal. Die machen dann aber auch kein YouTube, die machen dann wirklich nur Streaming. Das wäre eventuell eine Gottesträne bei denen. Pro Stream. Bei mir war es ja innerhalb von 2 Streams jetzt so gesehen. Deswegen, meine Meinung, viel zu wenig. Viel zu wenig bekommt man und viel zu viel muss man geben. Also da ist die Balance viel zu schwach. So, dann hole ich mir jetzt erstmal hier über die Doktrinen wieder Sachen. Gönnen wir jetzt erstmal die ganzen Jenseits-Dinge. Natürliche Bestattung. Menschen werden zu Dünger. Also meine Jünger. So, ich habe noch 2, aber ich habe halt eine Abklingzeit. Ist jetzt eigentlich irgendwas Neues bei dem Astagaloi-Typen, weil ich jetzt den Typen nochmal gefunden habe? Nee. Ratau fehlt halt, ne? Ach, du meinst wirklich täglich in-game? Na gut, da kann man diese Gottesträden ja übelst leichter farmen. Ich habe jetzt nicht vor, reinzugehen, wirklich. Dungeon-Herausforderung, Boss-Ansturm gibt es noch. Jetzt habe ich die ganzen Fließe hierfür freigeschaltet.
Na gut, finde ich, lohnt sich trotzdem nicht. Ich würde jetzt noch einmal hier irgendeine Schlacht machen. Wen opfer ich denn? Habe ich irgendeinen Opfer haben? Ach, Sven, komm, hau ab. Mögest du der Tür geopfert werden? Das sah so brutal aus, ey. Das sah so richtig brutal aus. Na komm, ich brauche Leute, damit ich die ganzen Dinge aufmachen kann. Tatsächlich würde es dann aber reichen, wenn ich dann noch den einen hier dazu bekäme. Du hast mich im nachdenklichen. Du hast mich in einem nachdenklichen Moment getroffen, Lamm. Die ersten Götter, so mächtig sie auch waren, so bescheiden gaben sie doch ihre Existenz auf. Vielleicht sahen sie sich an der Schwelle einer großen Veränderung, die sie nicht überleben würden. Ja, gut. An dessen Rand wir jetzt taumeln, nicht wahr? Die Gegner in Anora sind stärker geworden. Verdorbene Bestie, du wagst es mich zu fangen? Wenn du darauf beschwichtigst, dass ich leide, sollst du es auch. Easy. Ja, komm doch näher. Einfach das ist. Ich habe gerade eigentlich nur einen Damage Boost bekommen. Ich finde jetzt auch nicht, dass diese Nachrichten, die die von sich geben, jetzt so extrem wichtig sind, weil die nur ein einziges Mal vorkommen. Ich nehme die Hände. Ja, da macht mein Rollen wenigstens auch Schaden. Oh, das Transmogrikon. Jetzt kriegen wir das mal. Vielleicht sollte ich mal seine Typen da einfach mal in Ruhe lassen. Oh, hi. Ja, ich nehme dich einfach an und dann stecke ich dich instant in den Knast. Ist mir doch egal. Obwohl, ich hätte jetzt genügend Anhänger, dass ich eventuell einfach hier onscreen einmal bei jedem Gebiet die erste Ebene machen kann. Fällt mir gerade so auf. Ich sollte genügend Anhänger jetzt mit dem einen haben. Ja, der nächste Raum ist schon der Bossraum. Eligos, bye. Tot. Mit nur einem einzigen Angriff. Und ich hatte nicht mal einen 100er Boost. Das zeigt halt einfach nochmal, wie... wenn die beim zweiten Run wenigstens wirklich stärker werden, aber es fühlt sich echt nicht so an. Ich würde jetzt einmal nochmal bei Leshy reingehen, da gucken. Ich brauche halt wirklich nicht mal ansatzweise lang, um da durchzurattern, ne? Ich habe nur 7 Minuten für den Durchgang gebraucht.
Ich könnte auch einfach eine Stunde länger machen, dann können wir das heute schon abschließen. Ist halt eigentlich gerade wirklich nur, ich komme zum Chor zurück, mache einmal eine Predigt und eine Doktrin und gehe dann wieder in den Dungeon. So läuft das hier halt gerade wirklich. So, dann hole ich mir die letzte Jenseitsfähigkeit. Ihr versteht, warum ich das Update enttäuschend finde, oder? Ich kann nicht sehen, wo ist meine Krone? Lamm, verdammtes Lamm, ich weiß, dass du da bist. Ich rieche dich. Was ist aus uns geworden? Du bist jetzt mein Anhänger. Das ist aus dir geworden. Du wirst mich jetzt anbeten. Du hast mich früher verkloppt. Jetzt bist du mein Sklave. Ich gebe mir halt auch gar keine Mühe mit denen, die ich jetzt gerade dazu hole. Mit dem nächsten, der dazu kommt, passt es auf jeden Fall. Leschi will was von mir. Nein, das ist kein Gefallen. Ich brauche deine Almosen nicht. Aber als der liebe Bruder Narin, der uns in seinem Zorn schlug, riss es meine Augen aus ihren Höhlen. Eines wurde gerettet und im verwundenen Düsterholz versteckt. Ich verzweifle bei dem Gedanken, dass es von einem tumben Biest gefunden werden könnte. Bis mein Reich bereits einmal durchquert, tu dies erneut und bring mein Auge zurück. Vielleicht können wir eine Vereinbarung treffen. Ah, und jetzt muss ich Leschi so gesehen verarzten. So, erstmal opfern wir hier einen Anhänger. Irgendwen der... Bandido ist eh im Sterben, also kann ich ihn auch ruhig opfern. Und weggelutscht. So, in die Ankertiefen kann ich noch nicht. Da wird irgendwie gerade aufgeladen. Das heißt, ich gehe jetzt einmal hier rein. Danach kann ich eventuell in die Ankertiefen einmal. Und wie gesagt, ich würde dann sagen, wir machen alles darauf folgende dann beim nächsten Mal. Erschlagen, vertrieben oder einfach vergessen. Ein Kronenauge im Schlaf geschlossen oder vielleicht wartend. Die vier Bischöfe sind nun besänftigt. Welch große Macht lag schlummernd in Erwartung dieses Augenblicks. Ich wollte gerade sagen, gib mir endlich mal eine Waffe. Das Schwert, das finde ich, ist echt scheiße. In aller Hinsicht. Also ich mag das Schwert nicht. Es ist langsamer als der Handschuh und auch schwächer. So, jetzt kriegen wir instant hier nochmal die Sequenz. Ein Band, das durch vergossenes Blut geschmiedet wurde. Ich weiß, dass du mich hörst, Gott des Todes. Schändliches Lamm, bring zu Ende, was du begonnen hast. Wie nennst du hier schändlich? Was ich getan habe, war rechtlich. Okay, 10.000 von diesen Skorpionen sind echt ekelhaft.
Zumindest hier fühlt sich das wie ein Kampf auch wirklich an. So, wo haben wir meine Opferos? So, Opfer wird geopfert. So, das war's auch schon. Das war die schwerste Passage. So, dann mache ich jetzt mal Besitztümer, dass ich mir die restlichen Eigenschaften hole. Ich nehme die Eigenschaften, bringt mir mehr. Wo ist Leschi da? Muss ich nicht mit dir reden? Ja. Ich kenne diesen Geruch. Die roten Blumen blühten ewig. Selbst als ich noch in der Erde wühlte. Ich wartete durch den Dreck, bis ich eines Tages eine Krone fand. Oder vielleicht fand sie mich. Verschwinde, Lamm. Nein, Leschi. Rede mit uns. Ach, ich kann nicht weiter mit dir reden. Okay. Was hat's gerade mit den Missionen, mit den Relikten nochmal auf sich? Ich habe da überhaupt nicht mehr im Kopf, was das war. Wir verfolgen natürlich alles, was gemacht werden muss. Ich weiß gar nicht mehr, was die Hinweise waren. Also, mein heutiges Ziel ist es, mit Cult of the Lamp abzuschließen. Und das jetzt nicht aus dem Grund hier, ich würde Cult of the Lamp hassen oder irgendwas. Nein, mir macht das Spiel Spaß. Aber ich finde, mit dem Content ist es mit diesem, der jetzt dazu kam, wirklich zu Ende. Oh, wir haben einen Fließ endlich mal. So, weiter abgeben. Ja, können uns halt die verpennten Gebote holen. Ich wollte das halt onscreen machen. Eventuell, weil halt auch deine Anhängerform freigeschaltet werden kann. Ey, wir kriegen alles, nur das Teil unten nicht. Ach, jetzt kriegen wir es. Wo ich es anspreche. Welche Anhängerform haben wir denn erhalten? Ist das eine Echse? Noch ein Fließstück. Ich krieg noch einen Anhängerform. Oh, was für eine süße Katze. Die war doch putzig. Meint ihr nicht, Leute? Das war eine putzige Katze. Und noch eine Anhängerform. Ein Pingo. Ich darf nicht. Ja, wir müssen halt noch die ganzen Bischöfe befreien, ne? So. Wir können eine Doktrin verkünden und wir können eins dieser Fließe holen. Machen wir doch erstmal die Doktrin. Nämlich von Besitztümer und Reichtümer. So. Damit kann ich Loyalität erhöhen. Komm, ich hole mir erstmal das. Ab und zu baue ich ja hier die Teile nochmal neu auf. So, und dann gönne ich jetzt noch ein Vlies. Das bringt mir nichts.
Ich mach mal das, da steht halt 4 Fluchtarotkarten. Vielleicht kriege ich ja neue. Also ich will es nicht nutzen. Aber es ist da. 3 Fliese müssen wir noch über den Typen freischalten. Ich kann halt nicht instant eine neue Doktrin verkünden. Ach, hier. Oh, welch gerstige Kreatur. Ach, das ist übrigens auf Screen einmal passiert, ne? Ich hatte eine Interaktion mit den Typen da. Also mit den Pilzheinis. Die wollten, dass ich einmal zu deren Haus gehe. Das werden wir gleich auch noch machen nach dem Run. Das ist ziemlich unhöflich. Oh, es spricht. Warum schießt du die ab? Die haben doch nichts getan. Warum hast du die angegriffen? Mann, Yannick. Toll. Unschuldige wurden verletzt. So kennt man Yannick. Was kriegen wir denn? Oh, geil war's, Talisman. Werde größer. Ich bin das gigantische Lamm. Verneigt euch vor mir. Danke für eine Tarotkarte. Oh ja, das leicht explodieren ist immer geil. Weniger einfach verbrauchen. Ich will eigentlich nicht getroffen werden. Weil ich mehr Schaden mache, und solange ich nicht getroffen werde. Momentan 65% Damage. Und durch das Größte mache ich, glaube ich, auch noch mal doppelten Schaden. Habe aber natürlich auch eine größere Hitbox, ne? Ach, verdammt. Der eine Typ hat mich getroffen. Bin ich wieder bei 10. Greift sie nicht an! Ach, du bist es, bitte tu uns nicht weh. Wir sind dem verrückten Soße gefolgt, aber tja, hast du ihn in letzter Zeit gesehen? Schlag vor, du gehst ihn besuchen, um zu erfahren, was ihm geworden ist. Genau diese Sequenz hatte ich einmal auf Screen. Da hatte ich aber leider den Ton aus. Mann, hört auf, die anzugreifen. Ja, jetzt kann ich die killen. Jetzt haben die Angst. Yannick, du 31er. Aber genau so kenne ich dich. Immer 31er. Da kriege ich ein Relikt. Ich habe jetzt nicht aufgepasst. Was habe ich eingesammelt? Ich habe den C eingesammelt. Ach so. Zusätzliche Helfer. Wow, die Herztypen. Ich dachte ja übrigens letztes Mal, ich würde dadurch welche aus meinem Team verlieren. Tatsächlich ist es nicht der Fall. Alter, wieso ist Yannick so mega aggressiv? Ja, jetzt habe ich 2 Gehilfen, die mir Herzen bringen. Ich nehme das. So, dann vernichten wir Hekit noch ein weiteres Mal. Widerliche Kriecher, Schmeinette. Ich werde dich wieder zerstören und wieder. Los, Riesenfroggo. So, den Tentakel habe ich direkt beschworen, sogar in der drinnen. Ich muss keinen No-Hit-Run schaffen, das habe ich schon längst geschafft. Als ob du dich kurz vom Tod nochmal verziehst. So. Komm, ach, zieh doch auf Hekit.
Oh, ich muss noch mal durch. In den 225er Schadensfuß wäre das nicht passiert, wäre schon längst tot. Weil ich mich kurz vorm Ende noch mal hab treffen lassen. Ach warte, bevor wir in den Dungeon gehen, zu Soso in der Spurengrotte, da war ja irgendwas. Da will ich schon wissen, was da los ist. Ja, der liegt hier halt tot. Ich kann mich hier mit keinem unterhalten. Eventuell aber auch, weil Yannick die immer umbringt. Vielleicht wollen die vom Leuchtturm noch irgendwas von mir. Da war ja auch einer von den Typen bei mir, gerade im Dungeon. Und zwar nicht nur irgendwer, sondern der hier. Irgendwas stimmt nicht mit dem Fischer, sagen die. Aber ich kann bei dem nur Sachen kaufen oder verkaufen. Ich kaufe mal ein bisschen was am Fischi. Nichts ist schöner als das Teil hier. Auch zwei kranke Herzen nehme ich. So, Würfel! Tot! Komm, ein Angriff noch und Hegel ist tot. Guck mal, da sitzt Hegel. Einer von dreien. So, eine Gottesträne, drei sogar. Ich müsste mir mal merken, dass dieser Pantoffel ein Rundumschuss ist. Durch das Land leben wir. Und wenn unsere Zeit gekommen ist, werden wir durch das Land sterben. Ekelt. Ekelt lassen wir so, wie sie ist. Ja, du hast Hunger, ne? Ich muss Sunny einmal opfern und wiederbeleben. So. Dann haben wir jetzt noch die Ankertiefen als nächstes vor uns. Da muss ich einen Kalamar nochmal besiegen. Oh, das klingt nice. Alter, das ist ja ultra OP mit den Zeitanhalten. Und endlich mal eine Tarotkarte. Und dann ist so eine Scheißkarte. Bitte. Oh, wenigstens besser. Alles ist besser als der Scheißhammer. Kann ich ja eher halt überhaupt nicht gebrauchen. Ach du schon wieder. Hallo Kind, ich bin nur ein Mann, der draußen herumspaziert, wie Männer es gerne tun. Hab gehört, dass sich die Welt verändert und wollte es mir selbst ansehen. Ja, ich kann nicht pfeifen. Das sind meine Fischlippen. Männerlippen. Ich meinte Männerlippen. Den Fischer hier mal anzutreffen. So, dann mal auf dem Kalamari. Ich gehe mit absolutem Müll da rein, ne? Einzige Ausnahme ist, ach wo ich habe das Zeitanhalten gerade nicht mal. Alter, wie geschreddert siehst du denn aus? Bleib zurück, Gnade, rote Krone, Gnade.
Sahst du schon immer so aus? Bin tot. So, wer von euch bringt denn viel? Opfer auf 5. Und den Kalamari besiegt. Das Heilanhalten hat hier echt geholfen. Es war aber legit das einzig Gute in meinem Inventar. In dieses Heilanhalten. Alles andere konntest du so hart in die Tonne treten. So, nur noch ein. Aus der Bezeugung dieser Großtat und der Verbreitung dieser Wahrheit wird die Lehre des Lammes geboren. Okay, das ist neu. Kein bekannter Effekt, allerdings wird Wissen oft durch Opfer erlangt. Wahrscheinlich den, der das Teil trägt, opfern? Ach ja, dich müssen wir indoktrinieren, Kalama. Was ist das? Shamura? Hekit? Lishi? Ich fühle... Gut, dass ich so viele Zelte habe. Ja, geh dich direkt mal ausruhen. Warte mal. Oh, ein Opfer für mich. Du hast verstanden, Lamm. Ja, meiner war der schönste Tempel. Shamuras und auch Lashis besaßen eine gewisse Unheimlichkeit, aber Hekit... Bah! Oh, ich werde das behalten. Ach, Hekit muss ich dann wahrscheinlich auch noch was aus ihrem Teil geben. Gut, ich lasse die jetzt aber erstmal schlafen. Dann mal gucken. Opferrohr Nummer 4. Du hast diese Lichtheitskette. Das sieht jetzt irgendwas. Siehst du irgendwas mit einem Opfer? Was ist das für ein Ort? So viel Farbe, so viele Kreaturen. Meister? Ich habe mir damit irgendeinen speziellen gerade geholt. Mit diesem Ball muss ich gleich einmal reden. Okay, ich habe einen speziellen Kultmitglied. Der hat sogar eine spezielle Robe an. Ja, hallo. Nee, warte, hast du die Kulteigenschaften? Okay, mit dem scheint nichts Besonderes zu sein. Und gleichzeitig ist er besonders, weil ich ihn ja nur durch dieses Ritual jetzt erhalten habe und er dadurch ja einen speziellen Namen jetzt hatte.
Na gut, wir müssen noch den letzten rastlosen Bischof holen, ne? Kann ich einen Pilz geben. Lang. Du wagst es? Okay. So, dann mache ich mal meine drei Krieger hier wieder ready. So, der letzte Boss. Und danach müssen wir bei jedem noch einmal rein und da die Augen holen. Will wir darüber auch nochmal was freischalten. Schade, dass mein Blitz nicht aufgeladen ist. Ich werde deinen endlosen Krieg führen. Auf diese Weise soll das Fegefeuer dem Leben gleichkommen. Ich werde deinen endlosen Krieg führen. Auf diese Weise soll ich bestraft werden. Alter, wer hat dir denn das Gesicht abgerissen? Ist übrigens krass, dass da einfach diese Fallen sind. Tot! Der Tentakel hat ihn instant gereckt. Alter, der hat nicht mal eine Minute überlebt. Nicht mal eine. Das wäre jetzt auch nicht bei Mittel oder Schwer großartig anders gewesen. Er hätte halt ein bisschen mehr Leben und würde mehr austeilen. Es ging ja halt wirklich darum hier, dass ich es schneller hinbekomme. Deswegen habe ich das auf einfach gehabt. So, wir haben jeden Boss jetzt einmal weggeklatscht. Tu Buße, denn das Königreich des Lamms ist entstanden. Erstanden. So, jetzt muss ich dich holen und dir Seide geben, ne? Natürlich. Ich konnte nicht ruhen. Ich wusste alles, aber das habe ich nicht gewusst. Wo bin ich? Wer sind wir? Ich bin mein Netz. Ich fange Beute. Ich bin mein Netz Tag für Tag. Morgen wie heute, in der Nacht, höre ich sie flehen. Doch Gnade lasse ich nicht ergehen. Und Shamura muss ich instant in den Knast stecken. Anführer der Anführer habe ich gerade bekommen. Was ist das für ein Erfolg? Alle fünf Bischöfe indoktrinieren. Okay. So, dich muss ich erstmal umerziehen. Dann wissen wir auch, was Shamura von uns will. So, Shamura können wir entlassen. In die Freiheit. Nein, Shamura, komm zurück. So, hier, Spinnennetz. Ah, ja, ja. Hallo. Vielbeinige Kreatur, pisch durch die Nacht, im Netz gefangen und doch Gegenwehr erbracht. In meiner Seite habe ich eine Krone gefangen und Helme verbunden mit Glaubensbelang. Okay. Guck mal, da ist was. Aber ganz ehrlich, ich gehe jetzt trotzdem erstmal zurück. Hallo, ich sagte, ich will zurückgehen. Ach, darf ich nicht. Warum auch immer. Wahrscheinlich, weil ich das Auge jetzt erstmal einsammeln muss. Das ist sogar ein Relikt.
Ja, wir sind ja recht schnell beim Boss. Der kann eh nix. Sag ich doch. Instant tot. Können ja gleich noch mal da rein. Aber erstmal gehen wir die ganzen Nebenquesten jetzt ab. Lom, als ich hier saß, erinnerte ich mich an einen Ort in den unwissbaren Abgründen der Ankertiefen. Ich habe es dort versenkt, mein schönes Ohr, das mir nach hinten auf so ungerechte Weise nahm. Hol es für mich, ja? Hör auf, wegzulaufen. Du hast es! Ich will die Gegenwart eines Reliks, meines Fleisches. Bald ist vorher in den Obhut. Es kann vielleicht noch etwas getan werden. Ich weiß hier nehmen. Nimm die goldene Halskette. So, warte mal. Jetzt gehen wir da oben zum Gott. Kalama hat es nicht gekümmert, dass er seine Ohren verloren hat, denn er war nie zum Zuhören geneigt. So töre er auch schien, nutzte er die Macht seiner Krone, ohne zu diskriminieren. Du hast also deine Aufgabe erfüllt, Rote Krone. Die Bischöfe sind nicht länger gefangen. Was nun aus ihm wird, interessiert mich nicht. Was allerdings aus dir wird. Ich habe schon mit vielen Gottheiten zu tun gehabt, deren Pläne sich im Laufe der Jahrtausende wiederholten. Deine Pläne allerdings sind sehr interessant. Daher biete ich dir einen Segen an, zur Festung unseres neuen Vorhabens. Dieser Schein ist dem Antlitz eines Gottes nachgeformt, mit dem ich einst gehandelt habe, möge er dich an die Rolle erinnern, die du nun auszufüllen hast. Okay. Das Ding können wir gleich bauen. Neugeborener Gott, dieses Land veränderte sich unter deinem Einfluss. Das stimmt. Die Gesetze dieser Welt und sogar jene der nächsten sind formbar geworden. Der Äther, der viele Zeitalter auf eine bestimmte Weise floss, lässt sich allerdings nicht so leicht umlenken. Was ruhig wirkt, hat Tiefe. Es gibt noch viel zu entdecken. Gottes Tränen bleiben. Gibt es in Selbstgefälligkeit keinen Raum, um Wurzeln zu schlagen. Und doch hast du dich als würdige Gottheit erwiesen. Nimm deinen rechtmäßigen Platz im Pantheon ein. Du hast ihn dir verdient. Gepriesen sei das Lamm. Gepriesen sei der Gott des Todes. Oh, ein neues Teil. Alter, bei der Wiederentwicklung 2 kranke Herzen. Ja, das ist eigentlich ganz nice. Vielen Dank, dass du unser Spiel spielst, edler Jünger. Bitte verbreite das gute Wort nah und fern, damit auch andere durch die göttlichen Lehren des mächtigen Lamms gesegnet werden können. Ja, das gibt mir mal. Also das war halt der Aftergame-Content, ne? Ich gehe jetzt noch mal rein. Weil wir müssen ja noch dieses Auge holen. Für Plimbo. So, fehlende Teile. Kalamas Ohr in den Tiefen. Hiket will nicht mit mir reden über ihren Hals oder was auch immer sie da kaputt gemacht hat. Ach, ihre Stimmbänder waren es, stimmt. So, dann holen wir jetzt das Ohr. Schwöre einen untoten Anhänger, um dir auf deinem Kreuzzug zu helfen. Oh, nice. Guck mal, da rennt mir jetzt einer hinterher.
Wir wissen nicht, wer das ist. Er wird seine Sache gut machen, hoffentlich. Zeuge Astaroth der Zweite. Tod. Aus dem Leben vernichtet. Wo ist mein Auge? Da, Auge des Zeugen. Ich denke mal nicht, dass ich das ganze Ding jetzt einmal durchmachen muss. Er will nur ein Auge des Zeugen haben, der Plimbo. Ich will wissen, was ich dafür kriege. So, hier dein Auge. Ich wusste, dass du es in dir hast. Ich bin ein Plimbo. Meines Wortes, bitteschön. Ach, du gibst mir mal wieder ein Vlies. Na gut, das ist jetzt nun wirklich nicht weiter wichtig. Da ich jetzt nochmal alle Dinge für ein weiteres Vlies sammle. Da könnte ich ihm ja auch genauso gut einfach hier die Gottestränen geben und da rüber halt ein weiteres Vlies bekommen. So, Shamura. Ich habe etwas Wertvolles ins Netz gehört und ist tief im Schoß die Seidenwiege eingesponnen. Wo, wann und was? Ja, dein Hirn. Ist egal. Kein Herz, keine Wiederweckung, aber zehnfacher Schaden. Das wäre halt perfekt für diese No-Hit-Runs. Ich glaube, das stellt sogar das goldene Vlies in den Schatten. Weil wenn ich auf 400% komme, mache ich vierfachen Schaden. Vlies des Berserkers ist, dass ich den zehnfachen habe. Damit könnte ich durchgehend alles strecken. Ich müsste halt nur aufpassen mit dem Leben. Ja, probiere es einen Run mal aus. So, ich sollte jetzt eigentlich alles one-hitten, was mir entgegenkommt. Ja. One-hit ist ganz gut. Ist überhaupt nicht übertrieben mit dem One-Hitten. Ich kann halt dann von Anfang an alles easy killen. Das ist halt nur das Problem, der erste Treffer tötet mich. Aber ich glaube, selbst auch schwer würde ich dann alles one-hitten. So, ich nehme die aufgedeckte Karte. Ja, dann muss ich auch keine Bonusräume so gesehen machen. Ja, ich nehme das Angriffstempo. Ich meine, ich kann ja keinen Schaden mehr ansammeln. Dann lohnt es sich halt nicht. Okay, das Berserker-Ding ist stark. Das ist Shamuras Schädel. Das ist perfekt in Kombination zum Berserker, dass ich mich kurzzeitig unbesiegbar machen kann. Aber warum ist Shamuras Schädel was Heiliges? So, vom Prinzip her will ich Kämpfe eigentlich vermeiden. So, jetzt will nur noch Heket was, ne? Los! Anua versteckt, was ich verlor. Wo ist deins? So, wo ist denn unser einer Freund hier? Wo ist Shamura? Arbeitet gerade fröhlich auf dem Feld. Was ist das? Dein Hirn? Nee, dein Kopf.
Okay, jetzt fehlt nur noch Heket. So, guck mal, da ist auch direkt hier das Zeug von Heket. Hekets Kehle. 10 Sekunden lang den Angriffsschaden, als ob ich nicht genügend Schaden drücken würde, ne? So, jetzt würde ich halt einfach gucken, einfach durch. So, und jetzt machen wir einfach den dreckigsten Move aller Zeiten. Unbesiegbarkeit, Kehle, Vernichtung. Alter, jetzt hör auf, die ganze Zeit zu flüchten. Danke. Das kleine Geschenk. Jetzt kommt die Kiste und da ist mein Auge drin. Eventuell müsste man einen dann schon einmal komplett durchmachen für diese Bonusrelikte da, aber ganz ehrlich, so sehr interessieren sie mich auch nicht. So, wir haben jetzt alle fehlenden Teile einmal geholt. Wo ist Heket? Heket, wo bist du? Ach, da. Am Tanzen. Sagt einfach nix. So. Alle Belohnungen eingesammelt und ich habe einen Dreck dafür bekommen. Ich habe legit nichts Spezielles dafür jetzt gerade bekommen. Ja. Das war Kind of the Lamp. Auch der Aftergame-Content haben wir jetzt gemacht. War doch ein interessantes Spiel. Also, zum Aftergame-Content muss ich sagen, hier jetzt auch an YouTube, ich habe da aus 3 Streams zusammengeschnitten, einfach weil in dem Aftergame-Content, abgesehen von den Relikten und was mit dem Bossen da war, nicht sonderlich viel Neues Interessantes dazugekommen ist. Ja, mit dem Fegefeuer und dem Gott, der da jetzt steht, das ist nochmal interessant gewesen. Aber das war's auch schon. Ich fand jetzt dieses DLC, das macht am Anfang Sinn, wenn man das Spiel anfängt. Aber nicht, wenn man das Spiel schon durch hat. Also ja, das mit dem Gott, das ist auf jeden Fall der Aftergame-Content. Aber auch der, den finde ich ehrlich gesagt eher mehr so, meh, hätte man sich schenken können. Naja, jedenfalls. Wie gesagt, war's das mit Cult of the Lamp? Wenn es euch gefallen hat, lasst auf YouTube ein Abo und ein Like da. Auf Twitch ein Follow. Und bei YouTube verabschiede ich mich hier dann jetzt als erstes. Euch noch einen kultigen Tag. Oder eine kultige Nacht, je nachdem, wann ihr es hier guckt.